Hallo, ich begrüße alle Steinbock-Geborenen zu eurem Monatsorakel. Wir schauen uns hier die Monatstendenz an. Wir legen hier kein Thema fest. Am Ende des Orakels habt ihr die Möglichkeit, euch für eine dieser beiden Karten zu entscheiden. Da habe ich euch jeweils eine Botschaft gezogen aus meinem Kartendeck Traumdeutung mit Lenormand. Da bekommt ihr eine Botschaft aus eurem Unterbewusstsein sozusagen, was euer Unterbewusstsein noch mitzuteilen hat. Jetzt schauen wir uns das erste Mal das Matera-Orakel an. Die Hauptaussage, da haben wir die Dame oder der Herr jetzt in dem Fall auch, entweder du oder eine dir wichtige Person. Weisheit, Intuition und Erfahrung. Klarheit, Stabilität und Aufrichtigkeit. Inkognito, Tarnung und Einschätzung. Tatkraft, Durchsetzungsvermögen, Eifersucht. Verzögerung, Widerstand und Rückschläge. Öffentlichkeit, Ordnung, Moral. Der Herr oder die Dame, okay, es geht also hier um ein Pärchen. Kann natürlich auch ein Pärchen in der Folge sein, Vater, Tochter, Mutter, Sohn, ja. Also da müsst ihr einfach schauen, wie das jetzt auf euch zutrifft. Und wir haben Täuschung, Hochstapelei, Herzensbrecher. Das kann natürlich auch den Herzensmann oder die Herzensdame sein. Hier versucht dich offensichtlich im Juli jemand zu täuschen. Weil ich hier keine eindeutige Karte habe, die jetzt auf Arbeit oder Finanzen betrifft und ich hier aber den Herzensbrecher habe, würde ich das Ganze jetzt auf die Liebe deuten. Jemand versucht, dich hier zu täuschen. Es wird hier zu Verzögerungen, zu Rückschlägen kommen. Wir haben hier die Karte Inkognito, daneben die Karte Klarheit. Das heißt, jemand möchte dir oder du möchtest hier jemanden momentan keine Klarheit geben. Ja, die Klarheit hat sich hier quasi hinter dieser Maske versteckt. Die Klarheit wird sich noch hinauszögern. Man versucht dich hier offensichtlich zu täuschen oder hier wirklich das Herz zu brechen, beziehungsweise bricht dir das irgendwie das Herz, wenn sich hier jemand hinter dieser Maske versteckt, hier nicht klar mit dir kommuniziert, sondern die Klarheit, die Aufrichtigkeit hinter dieser Maske versteckt. Und das führt natürlich zu Rückschlägen. Hier haben wir noch die Tatkraft, das Durchsetzungsvermögen. Das heißt, auch wenn du oder dein Gegenüber jetzt zwar Durchsetzungsvermögen beweist, haben wir trotzdem die Verzögerung, die Rückschläge. Ja? Es wird also in diesem Monat im Bereich der Liebe mit einer Person oder kann natürlich auch dein Sohn, deine Tochter sein, ja, was dir hier vielleicht auch das Herz bricht. Ja, da musst du halt wirklich schauen, wie das auf deine Situation passt. Wie gesagt, kommt es hier, wenn du eine Klarheit erwartest oder erhoffst, zu dieser Klarheit nicht im Juli. Ja? Wir haben hier die Weisheit, die Intuition, also diese Person, ja, egal ob das jetzt du bist oder dein Gegenüber, ist sehr intuitiv. Vielleicht merkst du schon intuitiv, dass es im Juli jetzt nicht zur Klarheit kommt. Dass hier die Klarheit sich hinter dieser Maske versteckt. Du versuchst dich vielleicht auch noch durchzusetzen. Ja? Bist voller Tatendrang, möchtest hier schon etwas in die richtige Richtung bringen, aber alles, was du ernten wirst im Juli, sind Rückschläge und Verzögerungen, weil hier offensichtlich jemand versucht, dich zu täuschen oder auch in die Warteposition zu setzen. Wir haben hier auch die Ordnung, die Öffentlichkeit und auch die Moral. Und es ist für dich, aber auch für deinen Gegenüber schon moralisch vertretbar, hier sich durchzusetzen, etwas in die richtige Richtung zu bringen. Aber das Umsetzen ist eine andere Geschichte. Ja? Moralisch gesehen seht ihr beide schon, dass hier
eine Klarheit angestrebt werden sollte. Aber an der Umsetzung hapert es momentan. Ja, also wenn du, wie gesagt, im Juli, egal mit welche Person dir vielleicht hier wirklich das Herz bricht und du dir hier Klarheit von dieser Person wünschst, die wird es leider Gottes im Juli noch nicht geben. Vielleicht ahnst du das schon. Das sagt dir die Karte Weisheit, Intuition und Erfahrungen. Vielleicht hast du genau dieses Szenario schon ein paar Mal erlebt mit dieser Person, dass du schon quasi weißt, um was es geht. Und dass hier oder dir das Ganze das Herz bricht. Oder du bist jemand, dem du quasi in die Warteposition setzt und das verletzt natürlich diese andere Person. Es kann natürlich auch sein, dass jetzt zum Beispiel hier jemand zusieht, der in der Vergangenheit tatsächlich eine Dame, einen Herrn in die Warteposition gesetzt hat. Ja, dann trifft das hier quasi auch auf dich zu. Wenn aber du diejenige bist oder derjenige bist, der hier in die Warteposition gesetzt wird, der hier auf die Klarheit wartet, wird womöglich, ja, wenn dieses Orakel für dich bestimmt ist, im Juli noch länger warten. Denn das sagt hier die Verzögerung. Wir haben hier, die Ampel ist auf Rot. Wir haben hier den Schranken. Es geht nicht weiter. Ja, also im Juli solltest du, wenn du Klarheit erwartest, wenn du Aufrichtigkeit erwartest, nicht damit rechnen, dass es passieren wird. Und die Karte Tarnung und Aufrichtigkeit heißt auch für mich immer, dann haben wir noch eben den Herzensbrecher, dass vielleicht die Person, um die es hier geht, ja, dein Gegenüber, auch nicht aufrichtig zu dir ist. Ja, also das ist natürlich auch möglich, wenn du dich gefragt hast, ist mein Wunschpartner oder mein Partner aufrichtig zu mir? Sieht es ganz so danach aus, dass das eben nicht so ganz der Fall ist. Vielleicht spürst du das auch schon, dass dein Gegenüber hier nicht aufrichtig zu dir ist und bekommst eben durch dieses Orakel jetzt die Bestätigung. Ja, es kann aber auch sein, dass du jetzt noch nichts damit anfangen kannst, dass das erst im Laufe des Julis passieren wird oder dass das gar nicht passieren wird, weil dieses Orakel auch nicht für dich jetzt bestimmt ist. Ja, diese Videos schauen ein paar hundert oder ein paar tausend Leute an, diese allgemeinen Orakel. Das kann natürlich nicht für alle zu 100% zutreffen. Es kann jetzt auch sein, dass du eine Botschaft aus meinen Traumdeutungskarten bekommen sollst. Entscheide dich jetzt entweder für die untere oder für die obere Karte. Wenn du Zeit brauchst, einfach das Video anhalten. Ich decke mal die erste Karte auf. Und hier haben wir, du hast innerliche Blockaden, die erkannt werden wollen. Setze dich damit auseinander. Vielleicht blockiert dich diese Situation, die ich jetzt gerade genannt habe, oder egal welche, ja, die Situation, die dir jetzt spontan reinkommt, wo du das Gefühl hast, ja, hier sind die Blockaden. Das ist dann auch wirklich hier die Blockade, ja, die jetzt diese Botschaft hier erreichen möchte, ja, dass du erkennst, dass du innerliche Blockaden hast, mit denen du dich auseinandersetzen solltest. Und dann haben wir noch die Karte. Ein kleines Wunder kommt auf dich zu. Beachte auch die Kleinigkeiten im Leben. Es kann jetzt natürlich sein, dass es dann so danach aussehen wird, dass diese Situation komplett verfahren ist und dann kommt ein kleines Wunder auf dich zu, auf diese Situation jetzt, oder dieses kleine Wunder kommt auf irgendeine andere Situation in deinem Leben zu. Und beachte auch die Kleinigkeiten im Leben. Wenn man jetzt zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, einen Wunschpartner hat, wo man sich eine Partnerschaft wünscht, das ist der große Wunsch. Und der Wunschpartner meldet sich zum Beispiel und fragt, wie geht's dir? Das ist so die Kleinigkeit. Ja, auch das Kleine sollte man zu schätzen wissen, auch wenn es nicht gleich in eine Partnerschaft geht. Ja, alleine auch die Tatsache, dass sich zum Beispiel dein Gegenüber bei dir meldet, ist ja schon mal etwas Schönes. Ja, also beachte auch die Kleinigkeiten im Leben. Ich wünsche euch einen wunderschönen, liebevollen und erfolgreichen Juli. Ich hoffe, dass ihr eine schöne Zeit verbringen werdet und ich freue mich natürlich auf die nächsten Orakel. Ich wünsche euch alles Gute.